Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Boah, das war echt ein geiler Move. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht es ebenfalls gut und hey. Und heute möchte ich euch erzählen, was ich vorhabe, denn das wird ein ganz anderes Video als sonst. Und zwar erstmal willkommen auf meiner Dachterrasse. Heute werde ich nämlich was richtig Geiles machen. Und zwar die Don't Scare Challenge, auch immer wie das heißt, keine Ahnung. Also auf jeden Fall die Nicht-Erschrecken-Challenge, wir leben in Deutschland, hier wird Deutsch gesprochen, Mensch. So, und zwar, ich werde mir dann ein Video halt angucken und wenn ich mich einmal dabei erschrecke, okay, machen wir zweimal, wenn ich mich zweimal dabei erschrecke, dann werde ich was machen, was mich zum Kotzen bringen wird. Gehen wir in meine Küche und dann werdet ihr den Rest erfahren. Schaut euch mal das geile Wetter hier an, ne? Boah. Scheiße, das Ruhrgebiet. Und zwar haben wir jetzt hier ein Glas und in dieses Glas kommen Sachen wie mein Spaß, Mayo, Milch nehmen wir natürlich dann auch. Boah, ich muss schon kotzen, wenn ich das rieche. Meerrettich, so nehmen wir dann noch Maggi, ne? Gemüsebrühe. Boah, das Schreckliche wird einfach sein. Warte. Das Schreckliche wird einfach sein. Ich muss mich echt zusammenreißen, mich nicht zu erschrecken. Weil, schaut euch das an. Das ist schon voll die ekelhafte Mischung, Mann. Das ist voll ekelhaft. Ich werde kacken wie ein Weltmeister. So, ich habe überlegt, das zu nehmen. Weil schon vom Geruch her wird mir einfach mega übel. Und ich will ja für euch nur das Beste. Und ich weiß, dass für euch das Beste ist, wenn ihr mich reiern seht. So, ich habe den Deckel natürlich vergessen, ne? Ich bin ja auch ein kleiner Idiot. So, keine Ahnung, was man noch nehmen könnte, aber ihr müsst euch das mal angucken, das ist... Ich kämpfe gerade wirklich damit, Meerrettich da reinzutun, weil das ist einfach so richtig ekelhaft, ne? Das ist... Ich muss schon echt... Vorstellung. So, ich habe mich wieder in mein Zimmer begeben und... Wartet, so sieht das ungefähr aus. Ach du Heilige! Scheiße! Leute, wir sehen uns dann bei meinem, ja, ihr seht mich gleich hier an meiner Webcam hier, so ungefähr auf dieser Position. Das Video heißt übrigens, do not watch this video at night. Hört sich nicht so an, als ob es gruselig sein soll. Und ich würde einfach mal sagen, starten wir. Und ich mache mein Mikrofon ein bisschen niedriger. Wenn ich mich erschrecken sollte... Fuck. Warum mache ich das? The following video contains content that some viewers may find disturbing. You're this... Red Bar. Okay, reicht. Ich hatte lange kein Englisch mehr. Rules, lights off. Headphones on. Okay, wir haben die Headphones forgotten. Machen wir das mal, ne? So, jetzt wird's lustig. Level 1, Images. Achso, das ist ja natürlich. Ah, geil. Finde ich jetzt an sich, das Bild ist zum Beispiel arschbekannt. Ja. Ja. Alter, okay, das ist creepy. Ja. Ah, meine Nachbarin, hey! Okay, das ist echt krank. Das ist, okay, das ist heftig. Ich habe so eine leichte Gänsehaut, aber die hält sich noch in Grenzen.
Ja, das. Ich hasse das Foto. Ah, das ist auch so scheiße. Nee, ich mag sowas gar nicht. Aber ich will Videos. Ich will mich erschrecken. Ich will Videos. Nein, ich will keine Videos. Das ist echt ekelhaft. Was ich trinken muss. Level 2. Was ist das? Ach du Scheiße! Ha! Ich habe noch eine Chance, okay? Habe ich mich einfach nur erschrocken, weil das Level vorbei war. Boah, wie arm. Das war so arm. Ich habe mich einfach nur erschrocken, weil das Level vorbei war. Oh nein, keine Ahnung. Ich trinke schon mal. Ich habe hier Cola. Aber denk dran, ich habe noch eine Chance, ne? Wow, ist das. Ja, das ist Grave Encounters. Kenne ich auch schon. Ist das nicht der Geist von Michael Jackson? Ach, nicht Michael Jackson, habe ich jetzt ernsthaft Michael Jackson gesagt? What the fuck? Hat da einer geklopft? Es hat einfach einer im Video geklopft und ich dachte, das wäre bei mir an der Wand. Ich habe mich gerade mega erschrocken. Und dann hat sich das angehört, als ob einer bei mir am Fenster klopft, obwohl ich einfach im zweiten Stock oder so. Alter. Das Klopfen ist echt unangenehm. Das war doch Michael Jackson, oder? Boah, Leute, das Klopfen war so unangenehm. Ich habe einfach mega Gänsehaut gerade. Oh mein Gott. Auch wieder Grave Encounters. Boah, ich mag das nicht. Nein, ich habe mich nicht erschrocken. Das war einfach nur ein Ton. Das finde ich sogar lustig. Oh, das kenne ich. Davon gibt es ein Spiel. Alter. Gut, das haben wir auch schon geschafft. Oh, scheiße, ich werde. Boah, bitte lieber. Ganz kurz. Bitte, lieber Gott, lass mich nicht Angst haben oder erschrecken. Na. Ah, nicht erschrocken.
Alter. Ist das gut gemacht? Ich werde bei dem Video gerade so nervös, ne? Concraft hat ein Video hochgeladen. Ah, sorry. Warum machst du sowas, du Idiot? Die ist jetzt weg. Und steht direkt da. Boah, ich hab unnormale Gänsehaut, ne? Alter, fuck. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was für eine Gänsehaut ich gerade am Nacken habe. Das ist so ekelhaft. Boah, fuck. Alter! Alter! Ich glaube, das Video kenne ich auch schon. Scheiße! Fuck, Mann! Das Video, das war fast vorbei. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich nochmal erschrecke. Ja, scheiße, ne? Fuck, echt. Das heißt, ich muss es wohl übel oder übel trinken. Ich suche hier gerade nach einer Tüte, falls ich muss oder so ähnlich. Das ist, ich schau mal nach. Okay, ich hab eine Snipes Bonbon-Tüte. Nein, eine Snipes Einkaufstüte.
Wieso mache ich sowas? Warum mache ich sowas eigentlich? Oh, dieser Geruch, das ist so ekelhaft. Okay. 3, 2. Eins. Oh, ich kann das nicht. Mir ist einfach kotzübel. Egal. Ich habe auch meine Brille geschmuggelt. Boah, das war so ekelhaft. Ich kann das einfach nicht weiter trinken. Das ist so. Meine Lippen sind total. Meine Lippen schmecken nach Maggi. Nach. Guck mal, was ich alles für euch mache, ne? Das ist echt. Oh, meine Augen tun einfach weh, weil ich mich so. Oh. Guck mal, was ich alles für euch mache, so. Das ist echt behindert. Aufs Übelste behindert. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich weiß nicht, wann es rauskommen wird. Das wird nämlich eine kleine Überraschung für euch und das ist eine verkackte Überraschung. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abendtag. Keine Ahnung, wann ihr das Video schaut. Ich gehe kotzen. Ciao.